Ja, Mena hat sich gerade wegteleportiert. Und Annette sollte jetzt mal schlafen gehen. Ja, nein, kein Nickerchen machen. Keine Ahnung, leg dich schlafen. Ich weiß jetzt nicht, welches dein Bett ist. Warum wollen die alle immer ein Nickerchen machen? Na toll, Melanie kann nicht auf Klo, weil Diana noch drin hockt. So, plupp, zack, eingeschlafen. Beschämt. Immerhin, Jana schrubbt das Klo. Was haben wir denn so? Naja, wir haben immer noch nicht genug Geld für ein weiteres Klo, oder? Gucken wir mal in den ruckelnden Baumodus. So, doch, wir können uns unser Klo leisten. Plunk. Aber wir können uns wahrscheinlich keine Tür mehr leisten, oder? Nö. Kostet 50 Simoleons. Uns fehlen 4 Simoleons für eine Tür. Yay, das ist doch toll. Wir haben zwar ein zweites Klo, aber da kommt keiner hin. Ja. Nein. Du kochst jetzt noch ein bisschen was. So, mal sehen. Schokokuchen, Rührei, Hamburgerkuchen, Eier und Toast. Beliebiger Fisch. Ja, machst einfach mal das. Ups. Miniatur-Mikro-Ruckler. Ja, ist klar. Da meldet sich wieder mein Handy. Will irgendwas von mir. Aua. Hat sie ein bisschen beim vegetarischen Fischgericht ein bisschen Fleischbeilage hinzugepackt. Ohne, dass es wollte. Und die schlürft ein O-Saft. Schön schwenken, damit das Fruchtfleisch sich verteilt. Levelaufstieg. Melanie hat Level 3 der Fähigkeit Kochen erreicht. Melanie hat die Rezepte für Buntbarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostückchen und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann sie mit anderen Sims über das Kochen reden. Okay. So, wollen wir gucken. Jetzt quatsch nicht so viel, jetzt koch weiter. Ah ja. Ja, komm schon, kochen. Hier, Pfanne, wartet. Auf dein... Genau, so ist gut. So, mal sehen. Was, das war's schon? Das ging ja schnell. Dann kann Melanie gleich noch mehr kochen. Weil wir können ja jetzt Buntbarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostückchen, das klingt lecker, Pfannkuchen mit beliebigem Obst und ein Taco-Auflauf. Okay, Pfannkuchen. So, machen wir mal eine Familiengröße Pfannkuchen. Das kostet wieder ein paar Simoleons. Aber wenn der nächste, also wenn, wenn Mena von der Arbeit wiederkommt, dann können wir uns so hoffentlich eine Tür leisten. Was? Was hast du denn? Da kannst du doch... Pfannkuchen fortsetzen. Ah, Anais hat Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Sie kann jetzt mit anderen Sims über Spielstrategien reden. Pfannkuchen fortsetzen? Was, wie? Du kommst da nicht hin. Hier hingehen. Ach, weil die da was abstellen will. Nee. Komm schon, geh mal weg da. Und Melanie geht dann dahin, Pfannkuchen fortsetzen. Was soll das denn heißen? Stellen wir das mal weg. Pfannkuchen fortsetzen. Oh, sag mal! Jetzt gehst du mal dahin. Kann ja wohl nicht angehen. Oh, ich finde den Weg nicht zu diesem Brett. Dann räum mal spaßeshalber auf. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich finde den Weg nicht zu diesem Brett, was ich da gerade eben hingelegt habe. Was? Wie jetzt? Was war das denn? Pfannkuchen fortsetzen. Aufräumen. Das kann ja wohl nicht angehen. Kochen. Versuchen wir es noch mal. Pfannkuchen. Macht sie halt nur eine Einzelportion. Mehr können wir uns nicht leisten. Weil sie ja das alles weggeworfen hat, weil sie ja plötzlich nicht mehr den Weg findet zu diesem Tresen hier.
Vielleicht sollte ich den auch einfach um 90 Grad drehen. Weil das ist zu kompliziert, dahin zu laufen. So, jetzt also nochmal. Quasi unser letztes Geld. Estefania hat die Fitnessfähigkeit erworben. Aha, verschiedene Trainingsarten und Trainingsgeräte zu nutzen. Wie ja. Jetzt funktioniert's. Melanie ist am Kochen. Juhu. Okay. So, noch ein bisschen Schnappes rein. Huch, das war ein Tröpfchen zu viel. Ein Glück, dass da kein Gemüse drin ist in den Pfannkuchen. So, und jetzt noch schön umrühren. Sie ist angespannt. Oh oh. Was will sie? Höheren Level der Kochfähigkeit erreichen. So, rein mit der Plörre. So, einmal die... ist klar. Einmal die Flamme wechseln, die hier ist heißer. Rieche ich hier Fast Food? Ich glaube nicht. So. Ha, jetzt ein bisschen Alkohol und einen schönen Drink. Ich meine natürlich Milch. Jetzt ein leckeres Glas Milch. So, zack. Jo. Genehmigt sie sich auch gleich. Ja. Und da hat mal wieder jemand... So, du darfst das mal reparieren. Estefania hat die Schelmfähigkeit erworben. Wo hängt die denn rum? Ach da, die steht vor... Die steht vor Melanie und... Pudding im Orbit? So, tun wir mal selber weg und lassen das mal die Sims heute nicht selber wegräumen. So, mal sehen, was geht denn hier ab? Was ist denn mit Sabrina los? Der geht's okay. Gut. Was will die? Jemanden kennenlernen? Verspielt werden. Wegen Bestreben Meister des Unfugs. Okay. Lustig. Star imitieren. So, du fängst mal eine lockere Unterhaltung mit Melanie an. Da muss der Freundschaftsbalken noch ein bisschen höher werden. Jana hat die folgenden Tuning-Teile erhalten. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Gucken wir mal kurz. Okay. So, wie geht's dir denn so? Ja, okay. Moment. Verbessern. Wasserstromregulierer. Keine Dusche nehmen, erstmal die Dusche bugfixen, wollte ich schon sagen. Melanie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Guck mal, die ist angespannt. Sich selbst vor dem Spiegel beruhigen. So, sich zu beruhigen versuchen. Die lockere Unterhaltung muss dann wohl mal ein bisschen... Also, Sportkanal schauen. Ne, hier, Kusch weg. So, sie cancelt jetzt das Gespräch. Und das mit dem Essen cancelt sie auch. Huch. Da ruckelte es wieder. Ah, nice. Ist gerade... okay. Was geht denn mit ihr ab? Blase? Na dann, geh doch kurz mal pullern. Bevor du dann... okay. Jetzt kann sie am Spiegel nichts mehr machen. Sie ist glücklich! Mit jemandem chatten. Ja, ist klar. Das mache ich auch immer. Ich sitze auf Klo. Na, warum geht denn das schon wieder nicht? Dabei muss ich doch. Und drücke mit aller Gewalt und es kommt einfach nichts. Spül. So, jetzt noch Hände waschen. Was will sie? Höheren Level Schreiben üben. Sie ist wieder okay. Und sie geht wieder zurück zu Sabrina. Okay, das ist gut. Würde ich mal sagen. Huch. Estefania muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Die ist inspiriert und will Rumpfbeugen machen. Training. Rumpfbeugen machen. Was hat die denn gerade? Melanie ist zur Arbeit. Hip. Hip. Und links. Und andere Seite. Und eine Seite. Und andere Seite. Und... Dieses Knie und das Knie und hier und da und hier. Oh. So. Okay, Energie geladen. Gut. Bei jemandem Hüfttanz vorführen?
Naja gut, dann Hüfttanz vorführen. Hey, wir haben immerhin quasi gerade ein Anschauungsobjekt da. Unangenehmes Gespräch? Das ist doch kein Hüfttanz. Das ist ein, keine Ahnung, ein Butt-High-Five oder so. Unangenehmes Gespräch? Was? Entschuldigen. Entschuldige dich sofort. Also wirklich. Lockere Unterhaltung. Ding, besser. Irgendwie scheint sie mit Sabrina noch nicht so ganz quasi sich zu verstehen. Über Interessen reden. Getränk werfen, verspotten. Von Interessen schwärmen. Zuspruch geben. Mehr Auswahl. Lustig. Klopf, klopf, Witz. So. Zur Arbeit gehen. Steht da auf der Liste ganz oben. So, mal sehen. Ich muss schreien, wenn ich hier hinten sitze. Komm doch mal näher. Ja, das war jetzt total witzig, aber sie kommt näher. Juhu. So. Büsten? Klingen so ähnlich wie Bürsten. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, du bist die Erste, die mir das gesagt hat. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Stimme ich eigentlich habe, weil alle Frauen hier klingen gleich. Das ist wie mit den Schränken, die sehen auch alle gleich aus. Und ich weiß nicht, warum ich ständig von Schränken rede. Ja. So. Ab zur Arbeit mit dir. Ach, ich weiß auch nicht. Ihr geht's okay? Sie guckt Fernsehen. Was macht Jana? Die will baden. Wir haben nur noch 8 Simoleons. Mensch. Warum ist denn hier gerade auf dem Bildschirm nichts mehr los? So, sie ist arbeiten. Estefania ist zur Arbeit. Klick. Wir können ja auch Estefania. Polly Neid. Normal arbeiten, bei Bossen einschmeicheln, Verbindung knüpfen. Ja, das ist gut. Mina hat 248 Simoleons nach Hause gebracht. Wir können uns endlich eine Tür leisten. Juhu, eine Tür. Eine weitere Tür ist unser. Yay. Vielleicht können wir uns auch noch ein Waschbecken leisten, wer weiß. So, Tür. Tür auch in der richtigen Farbe. So. Dahin. So. Yay! Eine weitere Tür gehört uns. Dann gucken wir mal. Nee, Babat waren schon richtig. Waschbecken. Hey, wir können uns auch das passende Waschbecken dazu leisten. Mit dem roten Sockel. So. Zack. Muss ja eins dem anderen gleichen. Zack. Jetzt haben wir 2 Toiletten. Damit ist hoffentlich... Ja, echt jetzt. Du darfst das gleich mal reparieren, weil du es kaputt gemacht hast. Am Computer recherchieren. Das heißt danach... Sie repariert jetzt konzentriert das Klo. Das ist auch gut. Was macht denn Anais da? Verspielt. In Pfütze spielen. Apropos Pfütze. Planschen. Ach so, die Pfütze ist so durchsichtig, sehe ich gar nicht, wenn die da quasi oben in die Liste geschoben wird. Kelenta hat ein Tuning-Teil erhalten. Yay, Plansche, 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 Plansche.